Uncharted 4 kommt nicht mehr dieses Jahr. Project Cars wird auch nochmal verschoben. Und ist Evolve jetzt ein Hit oder ein Flop? Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und jetzt kommen die News. Kaum ist unsere gestrige Sendung online gegangen, da zieht auch Origin nach und schaltet alle Titanfall-DLCs für den PC auf gratis. Man kann sich also auch jetzt alle drei Erweiterungen kostenlos für den PC runterladen. Inzwischen ist auch ein offizielles Schreiben von Respawn-Boss Vince Zampella veröffentlicht worden. Darin bedankt er sich bei der treuen Titanfall-Community und feiert auch ganz offiziell das einjährige Jubiläum mit der Veröffentlichung der kostenlosen DLCs. Übrigens, in diesem offiziellen Schreiben ist keine Rede, dass diese ganze Aktion zeitlich begrenzt sein soll. Uncharted 4 kommt nicht mehr dieses Jahr. Das steht im offiziellen PlayStation-Blog. Darin wird erklärt, dass Nathan Drakes erstes PS4-Abenteuer erst im Frühling 2016 erscheinen soll. Bei den Gründen sagt Naughty Dog, dass man mehr Zeit benötige, um die von Naughty Dog gewohnte Qualität... Bla, bla, bla. Es kommt halt nicht mehr 2015, sondern erst im Frühling 2016. Und dazu hat uns auch eine Stellungnahme erreicht, nämlich die vom Entwickler Crystal Dynamics, der gerade erfährt, dass er mit Rise of the Tomb Raider das Weihnachtsgeschäft 2015 vollkommen ohne direkte Konkurrenz bestreiten muss. Und noch so ein Trödelheini, Project Cars kommt auch noch mal ein bisschen später. Ist für Fans der Reihe nichts Neues, jetzt ist es aber so, dass es nicht mehr Anfang April, sondern erst Mitte Mai 2015 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen soll. Ist wie gesagt nicht die erste Verschiebung. Seit dem ursprünglich geplanten Release im November 2013 ist es bereits die fünfte. Seit knapp einem Monat gibt es jetzt Evolve und der Mutterkonzern Take-Two ist sehr zufrieden mit dem Spiel. Vor allem mit der Kritikermeinung über alle Plattformen verteilt hat das Spiel auf Metacritic eine gute 77. Laut Firmenleiter Karl Sladoff ist aber auch der kommerzielle Aspekt zufriedenstellend, um nicht zu sagen, Evolve hat einen kommerziell unglaublich erfolgreichen Start hingelegt. Konkrete Zahlen nennt er dann zwar nicht, das machen aber die Finanzanalysten von Cohen & Company. Die schätzen, dass im ersten Monat nur knapp 300.000 Ladenversionen von Evolve verkauft worden sind. Für das erste Jahr prognostizieren sie, dass über alle Plattformen verteilt nur 1,5 Millionen Spiele verkauft werden. Da kontert aber Sladoff wieder, denn er sagt, diese ganzen Ladenverkäufe sind ja nicht alles, denn man ist auch sehr erfolgreich im digitalen Sektor, also vor allem der Verkauf von digitalen Vollversionen, aber auch die Akzeptanz vom Season Pass, also viele Spieler haben den Season Pass gekauft, sei sehr zufriedenstellend für Take-Two gewesen. Zwar erscheint Evolve ja auch für PlayStation 4 und Xbox One, auf den Steam-Charts für PC ist es aber weit abgeschlagen. Da belegt es nämlich in der Hitliste der am meistgespielten Spiele nur Rang 59 mit knapp über 4000 Spielern in der Spitze. Aber wie ist das bei euch? Spielt ihr denn noch Evolve? Wenn nein, warum nicht mehr? Schreibt's doch in die Kommentare. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, weiterspielen.